Hi zusammen, mein Name ist Noah. Sagt mal, habt ihr jemals Kreaturen aus Märchen mit euren eigenen Augen gesehen? Ich dachte auch, die wären nicht echt. Aber dann ist mir etwas passiert, was mich zum Nachdenken bewegt hat. Abonniert den Kanal und lasst mich euch alles erzählen. In meinem ersten Jahr in College habe ich Robotik gelernt. Es schien, als hätte ich eine tolle Zukunft vor mir. Aber das war nicht alles Regenbogen und Sonnenschein. Ich war nicht besonders gut aussehend und mit Mädchen sprechen konnte ich auch nicht besonders gut. Das hat mich geärgert. Deshalb habe ich aber all meine Freizeit mit Lernen und meinem Lieblingshobby verbracht. Fantasiebücher lesen und Herr der Ringe Rollenspiele spielen. Glaub aber nicht, ich sei irgend so ein Außenseiter gewesen. Ich hatte sogar eine beste Freundin, Sarah. Sie war im selben Fandom wie ich und wir wurden in derselben Abteilung unterrichtet. Eines Tages entschieden meine Eltern sich dazu, mich zu überraschen. Sie mieteten ein Strandhaus und dachten, es wäre eine tolle Idee, dort mit der ganzen Familie zu entspannen und Zeit miteinander zu verbringen. Aber ich hatte andere Pläne. Sarah und ich hatten geplant, an dem Wochenende einen Cosplay-Shop zu besuchen, der vor kurzem in unserer Stadt geöffnet wurde. Doch ich konnte nichts tun. Ich musste so tun, als würde ich mich auf den Ausflug freuen. Als wir schließlich den Ort erreichten, haben mich meine Eltern sofort an die Arbeit geschickt. Ich musste alles für ein Picknick vorbereiten. Ich war bis spät abends beschäftigt. Schließlich setzten wir uns an ein Feuer. So wie Hobbits nach einer langen Reise. Wir haben gegrillt und zum Nachtisch Marshmallows geröstet. Nachdem wir zum Schlafen in unsere Zimmer gegangen sind, erinnerte ich mich plötzlich an etwas. Ich sollte am Montag eine wichtige Rede im College halten. Aber ich hatte nicht einmal damit angefangen, sie zu schreiben. Obwohl das meine Chance war, endlich meine Klassenkameraden zu beeindrucken. Vielleicht würde mich sogar ein cooles Mädchen bemerken. Ich nahm meinen Laptop aus meinem Rucksack, aber oh nein, ich hatte kein WLAN und keine Verbindung. Ich war verunsichert. Ich konnte mich mit der Rede nicht verspäten. Ich entschloss mich dazu, früh aufzustehen und mit dem Bus zurück zur Stadt zu fahren. Am nächsten Morgen wachte ich auf und rannte in die Küche, um Frühstück zu machen. Ich nahm mir die Teller, dann den Speck, die Eier und den Käse aus dem Kühlschrank. Ich griff nach dem Brot und dann aus dem Augenwinkel bemerkte ich etwas Seltsames am Fenster. Ein Mädchen saß an der Küste. Ich war wie gelähmt. Sie hatte dickes, knallrotes Haar, genau wie Ariel, die kleine Meerjungfrau. Moment mal, es schien, als hätte sie sogar einen hellen, lilafarbenen Schwanz anstelle von Beinen. Das konnte nicht sein. Natürlich rannte ich sofort nach draußen, um mir die Meerjungfrau näher anzuschauen. Ich lief sehr leise, um sie nicht zu erschrecken. Doch als ich nur ein paar Meter von ihr entfernt war, trat ich versehentlich auf einen Zweig. Da war ein Knacken. Das Mädchen drehte sich um und schaute mich erschrocken an. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie hübsch sie war. Sobald ich meinen Mund öffnete, sprang sie ins Wasser und verschwand. Ich muss ihr furchtbare Angst eingejagt haben. Noah, was tust du da? Hörte ich hinter mir. Das war meine Mutter, die auf mich zukam. Ich habe ihr gerade eine echte Meerjungfrau gesehen, sagte ich ihr. Meine Mutter sah mich mit einem Lächeln an. Sie dachte wohl, dass ich den Verstand verloren hatte, weil ich so viele Fantasiegeschichten gelesen hatte, dass sie einfach wieder ins Haus gegangen ist. Ich blieb und wartete darauf, dass die wunderschöne Meerjungfrau zurückkam. Stunden waren vergangen und es gab immer noch kein Zeichen von ihr. Ich fing an, mich zu fragen, ob sie überhaupt echt gewesen ist oder ich vielleicht nur nicht genug Schlaf bekommen hatte. Selbst wenn diese Meerjungfrau echt gewesen war, wieso würde ich denken, sie wäre an mir interessiert? Ich war nicht der perfekte Prinz Erik aus einem Märchen. Nach einer weiteren Stunde erkannte ich, dass sie überhaupt nicht zurückkommen würde. Und dass ich aufgeben sollte, weil es keinen Sinn machte, auf sie zu warten und dass ich zur Stadt zurück musste, um eine Rede fürs College zu schreiben. Vielleicht würde ich so das Interesse eines echten Mädchens und nicht einer mystischen Kreatur auf mich ziehen. Ich packte schnell meine Sachen, sagte meinen Eltern, dass ich dringend etwas erledigen musste und sprang in den ersten Bus, der zur Stadt fuhr. Sobald ich wieder eine Verbindung hatte, bekam ich sofort einen Haufen Benachrichtigungen. Wo bist du? Was ist passiert? Ruf mich sofort an. Sarah hatte mir einige Nachrichten geschrieben und schien wirklich aufgebracht. Sarah, ich habe keine Zeit, es dir zu erklären. Lass uns in unserem Lieblingscafé treffen, sagte ich ihr in einer Sprachnachricht. Ich muss dir erzählen, was passiert war, oder ich würde vor Ungeduld platzen. Sobald wir uns trafen, erzählte ich meiner Freundin sofort darüber, was an dem Tag passiert war. Sarah war absolut begeistert. Ich wusste, sie würde mir glauben. Sarah, ich glaube, ich bin verliebt, sagte ich schüchtern. Doch aus irgendeinem Grund unterstützte sie mich nicht, sondern drehte sich nur irritiert um. Du kennst sie doch gar nicht, antwortete Sarah. Ich wollte ihr sagen, wie ich mich fühlte. Doch sie unterbrach mich nur und sagte, dass wir spät für den Cosplay-Shop dran waren. Richtig, wie konnte ich das nur vergessen? Ich entschied, zum Shop zu spazieren, bevor ich mich hinsetzen und meine Rede schreiben würde. Ich traute meinen Augen nicht, als ich hereinkam. Es war der Traum eines jeden Tolkien-Fans.
Man konnte dort alles finden. Ork-, Hobbit- und Elfenkostüme, Karten von Mittelerde, Replikas des Rings der Macht und ganz viel anderes Zeug. Sarah und ich liefen wie verzaubert durch den Laden, als ich plötzlich etwas Helles am Ende der Reihe sah. Es bestand kein Zweifel. Ich hatte dieses rote Haar früher am Tag gesehen. Sarah, ich glaube, das ist die Meerjungfrau, flüsterte ich meiner Freundin zu. Während ich die Fremde dümmlich angestarrt hatte, drehte sie sich plötzlich um und ich konnte es nicht glauben. Dasselbe Mädchen stand vor mir. Ich war völlig verloren. Plötzlich lächelte sie und kam auf mich zu. In dem Moment war ich so aufgeregt, dass ich fast aus der Haut gefahren wäre. Hey, ich bin Rebecca. Ich glaube, wir haben uns schon einmal getroffen, sagte sie und schenkte mir ein umwerfendes Lächeln. Ich murmelte eine Antwort und war mir immer noch nicht sicher, was hier vor sich ging. Tut mir leid, dass ich dich heute Morgen erschreckt habe, fügte Rebecca fröhlich hinzu. Wie sich herausstellte, hatte sie ein ungewöhnliches Fotoshoot, bei dem sie eine Meerjungfrau gecosplayt hat und dachte, niemand würde in der Nähe leben. Deshalb bekam sie Angst, als sie mich sah und sprang ins Wasser. Sie hatte Angst davor, eine Abmahnung wegen unerlaubtem Betreten zu bekommen. Ich traute meinen Ohren nicht. Natürlich habe ich mich ein bisschen geärgert, dass sich die Meerjungfrau als Fake herausstellte. Aber weil Rebecca genau wie ich war, wären wir vielleicht perfekt füreinander. So als könnte sie meine Gedanken lesen, lächelte sie und sagte, wollen wir unsere Nummern austauschen? Ich würde es wieder gut machen, dass ich deinen Morgen versaut habe. Oh, wenn sie doch nur wüsste, dass es der beste Morgen meines Lebens gewesen ist. Wir tauschten unsere Nummern aus und auf dem gesamten Weg nach Hause kaute ich Sarah das Ohr über Rebecca ab. Ich hatte meine wichtige Rede völlig vergessen. Mir war es eh egal, ob die Mädchen im College mich mochten. Keine von denen war auch halb so hübsch wie meine rothaarige Meerjungfrau. Rebecca schrieb mir noch in der Nacht. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir unterhielten uns mehrere Stunden lang. Wie sich herausstellte, hatten wir viel gemeinsam. Sie liebte Fantasiegeschichten genauso sehr und träumte davon, eine berühmte TikTok-Cosplayerin zu werden. Sie war besonders davon beeindruckt, dass ich ein künftiger Robotikingenieur war. Sie hatte auch davon geträumt, dieses Fach zu wählen, wollte aber nicht gerne viel lernen. Rebecca sagte, dass Noten überhaupt nicht wichtig waren. Das Wichtigste war, was in deinem Kopf steckte. Das Problem war nur, dass ihre Eltern perfekte Noten von ihr verlangten. Glücklicherweise hatte Rebecca jetzt mich. Ich war mir sicher, dass sie, wenn ich ihr mit ihren Aufgaben helfen würde, sich definitiv in mich verlieben würde. Und genau das ist passiert. Eine Woche später fingen Rebecca und ich an auszugehen. Ich war auf Wolke 7. Wir verbrachten all unsere Freizeit miteinander und waren das perfekte Paar. Aber Sarah war ziemlich sauer auf mich, weil ich sie ignorierte und sie hat sogar aufgehört, im College mit mir zu reden. Was auch immer. Was für eine Freundin war sie, wenn sie sich nicht einmal für mich freuen konnte? Jedenfalls war ich seit ein paar Monaten mit Rebecca zusammen, als ihr etwas Komisches passiert ist. Sie hat mehrere Male unsere Verabredungen abgesagt und gesagt, sie hätte etwas Wichtiges zu tun. Ich dachte nicht weit darüber nach. Irgendwann trafen wir uns gar nicht mehr. Wir sprachen auch nur noch über unsere Hausaufgaben. Sie schickte mir ihre Hausaufgaben für Seminare und wollte meine Hilfe damit. Ich machte mir Sorgen. Was, wenn etwas Schreckliches in Rebeccas Leben vor sich ging und sie wusste einfach nicht, wie sie mit mir darüber sprechen sollte? Ich entschied, eine romantische Überraschung für sie vorzubereiten. Ich hatte gehört, dass Mädchen es liebten. Also bin ich eines Tages zum besten Süßwarenladen der Stadt gegangen, habe eine Schachtel leckere Cupcakes gekauft und bin mit meinem Moped zu Rebecca gefahren. Ich stellte mir vor, wie glücklich sie sein würde, wenn sie das Geschenk sehen würde und sie mich küssen würde. Ich war so mit Tagträumen beschäftigt, dass ich eine rote Ampel und wie ein Auto auf mich zuraste, übersehen hatte. Es krachte in mich hinein. Ich stieß mit dem Kopf auf dem Asphalt auf und alles wurde dunkel. Danach konnte ich mich an nichts erinnern. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, hörte ich ein komisches Piepen. Es war unglaublich schwer, meine Augen zu öffnen. Also habe ich nur eine Weile dort gelegen und den Geräuschen um mich herum gelauscht. Moment, was war das? Da war ein komischer Kragen um meinen Hals, den ich nicht einmal bewegen konnte. Noah, du bist wach, hörte ich plötzlich Sarahs sanfte Stimme. Ich fand endlich die Kraft, meine Augen zu öffnen. Alles um mich herum war weiß. Offensichtlich lag ich in einem Krankenhaus. Oh Noah, ich bin so froh, sagte Sarah mit Tränen in den Augen. Sie erzählte mir, dass ich einen furchtbaren Unfall hatte und eine Woche im Koma lag. Die Ärzte sagten meinen Eltern, es gäbe jeden Tag, an dem ich nicht aufwachte, weniger Hoffnung für meine Genesung. Aber sie blieben trotzdem die ganze Zeit lang in meinem Zimmer und gaben die Hoffnung nicht auf. Sarah nahm nur ihren Platz an den Abenden ein, damit meine Eltern nach Hause gehen und sich umziehen konnten. Ich brachte meine Kraft auf und fragte meine Freundin, wo ist Rebecca? In dem Moment nahm Sarahs Gesicht einen traurigen Ausdruck an. Sie sah mich mit noch mehr Mitleid an. Hast du noch nicht erkannt, dass sie dich nur für ihre Hausaufgaben benutzt hat? Fragte sie. Ich erkannte,
dass ich die ganze Zeit lang ein naiver Träumer gewesen bin. Rebecca war nie wirklich an mir interessiert und ich hatte sie über meine beste Freundin gestellt. Erst als ich in Sarahs Augen blickte, fing ich an zu zweifeln, ob wir wirklich nur Freunde waren. Vielleicht war mein Glück die ganze Zeit über neben mir gewesen. Ich bin völlig durcheinander und habe keine Ahnung, was ich tun soll. Schreibt unten in die Kommentare, soll ich mein Glück versuchen und Sarah um eine Verabredung bitten? Oder werde ich dann nur riskieren, unsere Freundschaft zu zerstören